Hallo, Joko und Klaas. Willkommen zum größten Geschenk in der Geschichte dieser Show. Eure heutige Aufgabe ist so einfach wie besonders. Denkt euch euer eigenes Finale für Joko und Klaas gegen Pro7 aus. Das klingt fast zu einfach. Das heißt, ihr bestimmt die Regeln, wie sich die erspielten Vorteile auswirken und die Siegbedingungen für die 15 Minuten Live-Sendezeit. Also hier ist so eine Art Station aufgebaut, sogenannter Bürokrimskrams. Kommen denn da noch Leute, die da arbeiten? Nee, das macht ihr heute. Da hinten seht ihr eure To-Dos. Darüber hinaus müsst ihr auch noch ein paar weitere Details festlegen, die ein unterhaltsames Spiel ausmachen. Gelingt es euch, den vorbereiteten Spielebogen innerhalb von 2 Stunden vollständig mit sehr guten Inhalten auszufüllen, gibt es von Profi-Redakteur und Chef vom Dienst Marc den letzten Vorteil für euer eigenes Finale. Wenn wir selber das Finale bestimmen können, können wir sagen, Klaas, setz dich auf das Fahrrad, fahr zu mir, Finale, ciao. Oh nee, ich mach noch ein besseres Finale. Wir können ja sagen, klingel 2-mal. Und Bremse vor Klaas. Ich muss euch sicherlich nicht daran erinnern, dass mit dieser Aufgabe eine hohe moralische Verpflichtung einhergeht. Dieses selbsterdachte Finale wird definieren, wie ihr in Zukunft von der Menschheit wahrgenommen werdet. Aber kein Druck, ihr macht das schon. Und dass ihr kreativ seid, beweist ja schon euer Aussehen. Viel Erfolg, euer Herr Pro7. Also erstmal können wir jetzt mal am Arsch lecken mit unserem Aussehen. Nee, Moment, ich wollte gerade sagen, erstmal fick dich. Ja? Nur wegen der Hose, oder? Ja, wirklich. Sorry. Was ich hab halt auch mal Urlaub gehabt. Sorry, dass ich nicht nur arbeite. Ich hab halt noch ein bisschen Urlaubsvibes. Du bist so Bänder und das ist dein Job. Also eine Sache muss man vielleicht erstmal klarstellen. Ne? Viele Leute, die Fernsehen gucken, die denken ja nicht, dass das ein Beruf ist. Fernsehredakteur zum Ausdenken von albernen Spielchen. Und am Ende eines harten Arbeitstages steht Joko, überfährt Klaas mit einem Catcar. Und das ist wohl der Vorbereitungsteil, den ihr macht, bevor wir im Studio sind. Wir haben, und das will ich hier mal sagen, keine Ahnung, was ihr macht. Das möchte ich kurz unterfüttern mit Details, die mir nicht klar waren. Wir haben hier einen Ablauf, da müssen wir Moderationen schreiben für Steven. Was Break. Ablauf? Moment, wichtig. Klaas. Klaas. Ablauf muss das erst. Sonst vergisst man das. Klaas, hör mir zu. Es gibt einen 12-Punkte-Plan. 1, Idee und Clou. 2, Spielbeschreibung und Regeln. 3, Runden und Stationen. Spieletechnik, Spielegrafik, Studiotechnik, Kostüm, Requisite, Produktion intern, LED-Content. Das heißt, wir gestalten das, was auf dem LED-Boden zu sehen ist. Ist das hier die Coca-Cola-Rezeptur, die hier einfach rausgeht für unseren Welterfolg? Moment. 12, habt ihr sie noch alle? 12. Ton und Sound. Ich habe jetzt gedacht, das wird so eine schnelle Nummer. Das scheint jetzt schon ein bisschen mehr Arbeit zu sein, Marc. Marc, kommst du mit ins Bild oder bleibst du im Hintergrund? Je nachdem, wie ihr mich braucht. Marc, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hätten eine Idee. Ja. Und du sagst uns dann, die Idee ist gut. Vor allen Dingen, es muss ja auch noch ein Clou dabei sein. Halt. Absolut richtig. Also wenn jetzt die Idee wäre, ihr fahrt mit dem Fahrrad hier entlang, wüsste ich nicht, wo der Clou ist. Wo ist denn der Clou? Wo ist der Gag? Der Clou könnte natürlich sein, das Fahrrad ist unsichtbar. Ja. Ja. Oder auf der Autobahn fahren. Ja, müsste im Studio stattfinden. Warum? Weil wir ein Studio spielen. Ja. Das limitiert uns zu streng. Auf dem Vorderreifen fahren. Nur auf dem Vorderreifen. Also Wheelie andersrum. Könnt ihr das auch, weil ihr wollt ja das Finale gewinnen. Muss man sehen. Okay, Wheelie auf dem Vorderreifen. Ihr könnt es gerne probieren. Die Fahrräder sind da, es ist alles da. Sollen wir uns ein bisschen da im Minilädchen da ein bisschen inspirieren lassen? Mach mal kurz die Augen zu, Klaas. Jetzt machst du wieder auf. So. Ich habe. Tja, es scheint gar nicht so einfach zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Das ist zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad fährt, aber dabei alle Schwimmreifen über sich drüber haben muss. Mhm. Sag mir mal bitte, wie viele Ringe wir noch haben. 2. Ach so. Nimm erstmal den hier. Nee, es geht nicht, dann krieg ich die Beine nicht mehr hoch. Das ist der Clou. Joko, es fällt alles runter, was soll das? Dann ist das wohl nicht unser Finale. Ich geb dir recht. Ja. Und wir müssen uns ein bisschen rein brainstormen. Ja. So. Guck mal, da ist eine Waage. Kann man da was mitmachen? Hier ist ein Tischtennisschläger an der Verlängerung. Hochhalten. Hochhalten. Oh! Wir haben 5 Gläser. Und jetzt müssen wir mit den Dingern nach oben schießen und ein Ding muss da reinfallen. Ich habe eine Idee. Wir bauen uns eine richtige Waffe. Oh! What? Marc, stell dich mal hin. Nein. Komm, wir tun so, als wenn das Marc wäre.
Ihr seid auch ein bisschen beeindruckt, was ich gebaut habe. Aber dürfen wir nicht wegen Schießen wahrscheinlich, ne? Nee. Weißt du, was ultra schwierig ist, was man noch nicht denkt? Und der Clou ist, dass man das halt nicht denkt, ist, sind, wie heißt das Ding, mit dem man Blumen gießt? Gießkanne. Gießkanne. Gießkannen aufzufangen. Okay. Sich die einfach nur zuzuwerfen. Das können wir noch machen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich weiß, eine Fritteuse. So, meine Idee ist nämlich folgende. Ich nehme jetzt verschiedene Gegenstände. Klaas muss quasi anhand der Form erkennen, was habe ich da frittiert. Ich mache jetzt mal die eine Seite. So, jetzt ist es wieder nicht. Jo, warum ist es langweilig? Kann das jetzt fertig sein? Ja, ist fertig. Also, pass auf, die ist nur der Grund. Warum frittierst du deine Schuhe? Erkennt man das so leicht, dass es meine Schuhe sind? Gute Idee, Joko. Echt gut. Hat sich gelohnt zu warten. Was ist, wenn man... Haben wir einen Schlüssel für die Tür? Ich hatte eine gute Idee. Und da, schneller, das muss richtig drinstecken. Das war nur noch so eine orange-weiße... Ich habe meine Kindheit gesehen. Wenn ich auf dem Baum sitze in Oldenburg. Also mit anderen Worten. So einmal noch. Moment. Aber kann ja sein, dass die Idee gut ist, aber die Vorrichtung falsch. Also wie auch immer es läuft, ich will auf jeden Fall Inline-Skates anhaben. Wir könnten ja noch so Schwierigkeitsstufen einbauen. Wollen wir mal kurz gucken, ob du rückwärts fährst, wenn ich dich anpuste? Ja, krass. Wenn ihr sagt, ja, das war schon nicht schlecht, aber wir hätten das gerne mal in lang. Eine ganze Folge zum Beispiel, dann könnt ihr die auf Join gucken und den Link, den gibt es in der Beschreibung. Ja. Ich wusste nicht, dass du noch mit mir redest.